Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Wir versuchen das mal heute 30 Minuten zu halten, so dass wir nicht ganz so lange hierbei sind. Es wird ein fröhliches Steineklopfen. Ja. So. Ja, ich soll Bäume fällen. Ich will aber gar keine Bäume fällen, ich will hier Steinklopfen. Hier nichts anderes als Steinklopfen. Ich bin schon fleißig gewesen. Wir haben das schon so allerhand rausgehoben. Aber es muss noch tiefer. Es muss noch viel tiefer. Ich will viel, viel tiefer. Ich will nämlich Bauplatz haben. Das ist ein bisschen zu klar, ne? Ich muss mal gucken, wie man das einstellt, dass das nicht ganz so klar ist. Ich habe jetzt hier Optifine installiert. Ich habe gerade festgestellt, dass davon wieder jetzt eine neue Vision da ist. Aber das Update mache ich jetzt nicht. Ich habe keine Lust zu. Nein. Hier ist übrigens noch Bauplatz. Da habe ich schon ein bisschen gebaut. Ich weiß gar nicht, ob das schon in irgendeinem Video vorgestellt. Also hier bin ich schon ein bisschen... Hier noch eine Behausung zu bauen mit Keller und so, ne? Ja, hier so ein bisschen... Aber hier muss ich auch noch eine Etage tiefer. Das ist mir auch noch zu hoch. Ich habe, glaube ich, Kohle gefunden. Ja, das muss ein bisschen tiefer. Noch zwei Ebenen tiefer muss ich mal gucken. Wie das Haus insgesamt designt, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall komme ich ja links, rechts hier diese Steinträger dahin. Bei irgendeinem Haus habe ich das schon angewendet. Das ist schon hier? Ne, hier noch nicht. Okay. Mache ich mal hier. Mal gucken, wie es aussieht am Ende. Und hier wird demnächst ein neuer Spieler spawnen und sich hier sein Eigenheim bauen können, dürfen. So. Alles klar. So, wie gesagt, hier will ich noch eine Erweiterung bauen. Dann haben wir hier auch noch mal ein paar Häuser. Alles unter Wasser. Ja, über uns ist Wasser, wie ihr sehen könnt. Da schwimmen die Tintenfische. Und dann schwimmt ein Schwein. Okay, Wasserschwein. Meerschwein. Muss ein Meerschwein sein. So. Alles klar, wie gesagt, hier ist eine Baustelle. Das habe ich schon soweit gemacht. Was wäre da noch für euch interessant? Achso, wir wollen hier jetzt dieser, genau, Baum. Ich will so einen Baum fällen. Wir machen mal eben schnell den Auftrag hier. Das ist so klar. Gar nicht Baum fällen. Müssen wir hier hoch erstmal. Gehen wir einen Baum fällen. Oh, die Musik ist ja wieder dramatisch. So. Hallo Bäume! Wer meldet sich denn freiwillig? Wer möchte denn mal so ein bisschen ausradiert werden von mir? Hm? Na? Dieser große. Nein, die großen. Nein. So ein. Huch. Habe ich mir das gedrückt? Nee, ich bin noch ein bisschen zu faul dafür. Also, wenn wir einen kleinen Baum hier fällen und dann haben wir. Das Spieltutorial hier befriedigt, hoffe ich. Warten wir, dass die Blätter abfallen oder die Schere anbaden? Oder noch nicht. Brauchen wir noch mehr Holz? Da kommen wir noch mehr Holz mit. Wenn wir schon dabei sind, wir wollen mehr Holz hier kommen. Holz. Wir brauchen eh noch mehr Holz. So, holen wir uns mal richtig viel Holz hier jetzt, wenn wir schon dabei sind. Wir machen hier alles Blatt hier oben. Ich bin jetzt so voll ein Holzrausch jetzt. Ich brauche Holz. Jetzt will ich Holz haben. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Mir kommt die Hölle laut vor. Das ist merkwürdig. Verstörend. Was ist das? Warum ist das so? Das mache ich weg. Hör mal zu. Ich denke mal, da unten ist ein Bauwerk. Das wäre jetzt kein Grund, wo man jetzt hier Bluestone hier im Wasser... Ich komme hier nicht mehr raus. So. Ich werde das mal überbauen mit Erde. Ohne das Wasser. Es kann sein, dass das Wasser vorhanden ist, dass es irgendwo runterfließt. Ja, das soll natürlich auch so bleiben. Ne? Ich soll ein Holzbretter herstellen. Das kriegen wir auch hin. Komm, Holzbretter herstellen. Zack. Das machen wir mal schnell. Zack, Holzbretter hergestellt. Guck mal. So. Ich bin voll pro hier. So. Wenn ich das so mache, ist das Wasser weg, ne? Aber guck mal, das fließende Wasser machen wir so still und dann machen wir hier drüber, so. Dann ist das hier, wird das hier nicht gestört. So, machen wir ein bisschen mehr Erde hin. Weiß ja nicht, was für wem das Bauwerk ist, oder das vielleicht ist hier auch komisch. Wie los hier, das ist komisch aus, diese komische Ausschachtung hier. Wer hat das denn gebraucht hier? Machen wir hier den ganzen Sand hier weg und dann mache ich diese komische Ausschachtung hier weg.
Das war ich, da habe ich ganz schön viel. Ich habe da, ich glaube, das habe ich auch aus Video, oder? Bin ich sicher? Oh, natürlich. Haben wir, wir machen hier sogar noch was hier. Komm her. Ein Crafting Table, zack. Eisen habe ich mit, wunderbar. Muss mal schnell eine Schaufel klar machen. Zack. Gemacht. Und los geht's hier. Machen wir das hier mal weg. Mal eben Erde weg. Vielleicht bauen wir hier auch noch was hin. Nein, ich will hier eigentlich viele Bäume hinpflanzen. Also ich bin nicht nur so der Bösewicht, der hier die Natur zerstört, sondern ja, ich verbessere es nur. Ja, genau. So, das, dieses Loch ist heftig hier. Warum ist der überhaupt da, dieses tiefe Loch? So, machen wir es mal hier weg. So, ich würde es, die Bäume müssen wir auch weg hier, logischerweise. So, der ist weg. Den auch weg. Wir müssen gleich mal schlafen gehen. Zack, auch weg. So, und weg damit. Dann pflanzen wir hier neue Bäume hin. Wenn wir mal so langsam Zettlinge abschmeißen würden. Das wäre sehr freundlich. So, haben wir noch einen vergessen? Ja, hier ist noch einer. Hopp, der arbeitet uns da unten und dann müssen wir ein Bett finden. So, ist noch nichts, die Kate? Okay. Doch, da ist ein kleines Setzling. Sammeln wir schon mal ein. Hier auch. Jetzt sollten wir jetzt schleunigst schlafen gehen. So, dann gehen wir mal eben schnell runter. Hopp. Aua. Ja, schnell Bereich, heller Bereich, hier spawnt zu viel nicht. Schön hell, ne? So, ich brauche ein Bett. Nee, da drüben ist das Bett, hier ist gar kein Bett. Muss ich aber was beschwert, hallo Schweinis. So, schlafen. Ja, muss ich noch unbedingt mal machen. Was haben wir da in der Kiste eigentlich? Erde. Ah ja, nee, ich brauche hier Erde. Ich brauche hier Erde. Also bleibt ja schön drin, die Erde. So, okay. Hallo Schweinis. Wie gesagt, kann ich sie weiter skippen? Nein, es klappt leider nicht. Komisch, wenn ich das Spiel laufen habe, dann funktioniert die Skip-Taste nicht. Von meinem Musikplayer. Finde ich sehr schade. Weil die Musik echt stressend gerade ist. Und es passt gar nicht. Getreide muss dann mal geerntet werden. Damit dann mal wieder was Neues gepflanzt wird. Hoppala. Wir ernten das hier mal weg. So. So, okay, dann pflanzen wir natürlich wieder neu hin, ist klar. So, pflanzen. Derjenige, der das gepflanzt hat, spielt eh hier nicht mehr. Also von daher kann man hier auch alles schön abernten. Aber wir machen das nicht kaputt. Wir pflanzen wieder neu hin, falls er dann doch mal irgendwann wieder Interesse hat, hier weiter zu bauen, zu wohnen, was auch immer. Das war's. Alles klar. Das hätten wir. Jetzt haben wir hier noch das Möhrenfeld. Das ernten wir auch ab. Huch, da ist schon was kaputt. Da war ein Viech drauf rumgelaufen. So. Ich glaube, die Schweine. Können wir die Schweine vermehren? Die Schweine zu ein bisschen antreiben. So. Viele Möhren. So. Und dann die Möhren den pflanzen. Möhren. Zack. Pflanzen wir neue Möhren natürlich. Sehr gut klar. Terra-Musik hier. Genau was. Passt jetzt überhaupt gar nicht zur Situation. Ich kann aber nicht skippen. Wir müssen leider da durch.
Oh. Gut, bleiben wir mehr lieber. Ja, noch reichlich. So, hier ist alles, ja. Hier noch. So, fertig. Fertig. Alles klar. Ja, nochmal Kartoffeln. Haben wir Platz in die Tasche? Okay, dann machen wir, enden wir auch die Kartoffeln. Dann werden beschriftet. Ja? Boah, falle ich runter. Scheiße. Selbst dazu bin ich zu blöd. Mann, ich nerv das sowas. Ah. Diese Musik macht mich auch kirre. Die Ente ist nicht besonders groß, ne? Also. 50%, ne? Irgendwie? Ja. Cool. Wenn die Kartoffeln hier angepflanzt sind, bleiben nur die Hälfte von übrig, ne? So. So. Ich werde wahnsinnig, so. Lederwarzen, Pilze. Kartoffeln, dann haben wir geerntet schon, okay. Kartoffeln? Wieso steht hier auch Kartoffeln? Das war aber keine Kartoffeln, das war Möhren hier. Okay. Achso, ich schicke Karotten. Wer lesen kann, meine Güte. Oh mein Gott. Ja, manchmal ein bisschen dämlich, ne? Ich glaube, die wachsen immer neu, ne? Man muss die nur abernten hier. Ja. So. Die wachsen dann immer wieder neu. Bin ich der Meinung? Sicher bin ich mir natürlich nicht. Hm? Also gibt einen Samen, ne? Kann man ein paar mehr Samen legen. Zur Sicherheit. Ich glaube, die wachsen neu. Haben wir alles? Ja. Haben wir alles jetzt. Wenn wir mehr Samen, können wir nie verteilen davon. Ich glaube, an dem wachsen dann automatisch sowieso wieder neue an. Gut, dann haben wir es. Dann können wir aber erstmal wieder mit unserer Geschichte hier weitermachen. Da haben wir ja viel Zeit verbraucht für die Ernte. Was war mit so ein bisschen Dornauge, dass da schöne Ware rumsteht und nicht genutzt wird. So, so, alles klar. Ist nicht viel übergeblieben, weil ich wahrscheinlich zu lange weg war. Huch, da unten liegt noch einer. Hm. So. Genau, jetzt machen wir hier dieses komische Loch hier mal zu. Ich weiß auch, wenn Sachen spawnen, ne? Da werden wir mal eine Fackel einbauen. Dass er eventuell nicht spawnt. So. Eine Hoffnung. Dass er nicht spawnt. So. So, alles klar. Da haben wir es jetzt mal soweit. Gut, dann die Bäumchen pflanzen. 7 Stück haben wir. Pflanzen können. Mal relativ weit auseinander. So, das war's. Okay. Mal gucken, was draus wird. Mehr Setzlinge blieben leider nicht über. Irgendwie spawnt die Kette hier nicht. Das heißt, er hat ja immer noch Holz drin. Da. Bup, 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 bup. Hä? Komm schon. Da komm ich nicht an. Ich komm da nicht an. Komm da nicht an. Muss da hoch. Ich muss da hoch, sonst ist da nix. So. Ist auch noch Holz. Ist noch mehr Holz hier irgendwo versteckt? Mal hauen wir uns mal hier alles frei. Die Musik ist schön. Das Ding. Hopp. Runter mit dir. Runter mit dir. Runter mit dir. Ich komme gleich. Das war's aber. Mehr ist hier tatsächlich nicht. So, das haben wir alles, ja? Ja, das war's. Alles klar. Wir runter mit uns. Okay. Das hier sieht aus wie ein Creeper-Loch oder sowas. Ich weiß nicht, was hier sein muss. So, machen wir hier mal zu. So. Überhaupt
hier alles so komisch zerschunden aus. Da wir jetzt gerade viel Erde haben, werden wir es hier mal ein bisschen nutzen, um ein bisschen Ordnung hinzukriegen. Das ist mir sehr stark zerlüftet. Huch. Oder das hier. Okay, das kann hier Natur sein, ne? Machen wir aber trotzdem weg. Huch. Tiefste Tintenfische. Okay. Das ist auch ein bisschen unrealistisch aus hier, ne? Realistisch. Komisch aus. Hm. Na gut. Das ist aber so erstmal. Kümmere ich mich ein andermal drum. Darum kümmere ich mich später mal. Was haben wir denn da unten? Da unten ist was los. Party. Einer ist despawned, aber da ist noch einer da. Ist da noch mehr? Nein. So, haben wir jetzt alles, was wir wollten? Wir haben mehr. Ach, das noch. Wir haben hier noch 4 Setzlinge. Hey, die müssen wir ja natürlich anpflanzen noch. Das müssen wir noch machen. Jetzt ist ja noch hell. Wir können das noch machen. Kann ich hier vorne im Baum hier pflanzen, ist ja auch schön. Na? Und dann hier diese karge Fläche bepflanzen und dann. Auch noch mehr. Mit. So, dann machen wir hier noch einen hin. Na komm, dann sind da noch einen hin. Hopp. 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 Hier. Genug. Hier kann noch was hin. Hier kann noch was hin. Hier kann noch was hin. Hier hin. Und dann jetzt haben wir es. Ja, jetzt haben wir es. Oh, hier geht es steil ab. Aber hier geht es nicht so steil ab. So. Geht direkt rein hier. Okay. Vielleicht nicht so gut. Die Schweine müssen sich vermehren, ne? Die waren, glaube ich, mit Möhrchen ganz gut. Möhrchen? Ne, Möhrchen geht nicht. Doch. Ich wollte jetzt nicht aufsteigen. Ich will jetzt runter wieder. Haben wir groß? Nein. Nein, ich will nicht aufsteigen. Ich will da nicht aufsteigen. Ja, nimmt mal Schaden, weil die Decke zu niedrig ist. Nein, 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 geht wieder rein, kommt wieder her, kommt her zu mir, kommt her zu mir. Top. Jetzt geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Geh mal weg. Kann man irgendwie den Sattel abnehmen von dem? Ich muss den Sattel abnehmen können. Ja, dann steigt man sofort auf. Dann krieg ich den Sattel nicht ab mehr. Und den Sattel wieder ab. Drauf, aber ich kann den Inventar mit dem Schwein hier nicht aufrufen. Hm. So, die Decke muss hier höher gemacht werden. Habe ich gerade festgestellt. Ist zu niedrig. Muss hier so niedrig? So, zwischen. Das Holz dazwischen. Verstehe ich jetzt nicht so. Versteht ihr das? Wo das Holz dazwischen ist? Machen wir raus. So. Hier tut man sich jetzt nicht mehr weh, wenn man hier einen Schwein betritt. Wieder abschneiden. Ja, da schon. Muss hier auch noch weg. Was hat er? Ah ja. Lass ihn mal weg. Dann machen wir Slaps, ne? Dann haben wir dort. Okay. Ja, da muss man es lassen, ne? Tut mir nicht viel gegen jetzt hier. Ach, scheiße. Muss ich mich nochmal befassen mit. Jetzt habe ich aber keine Lust zu. Kommt vom Thema ab. So, lass mich raus. Genau, was muss da raus?
Da will ich jetzt nicht hin. Achso, ich will schlafen gehen, deswegen wollte ich hier hin. Genau. Schon wieder Nacht, sollten wir schlafen. So. So, und hier können wir direkt tauchen gehen. Aber das wissen die meisten schon. So. Ist da was drin, was ich noch jetzt unbedingt brauche? Nö. Warte. Die Sachen können natürlich hier rein. So. Erde haben wir hier. Erde kommt hier rein. Lass mich mit runter. Nehme ich mit runter. So. Ich muss mir echt ein bisschen öfters auf die Zunge beißen, damit ich deutlich spreche. Ich nuschel einfach zu viel. Und ich merke es vor allen Dingen ganz stark, wenn ich länger nicht Let's Played habe, dann verkommt meine Sprache total. Also ich sehe schon mein Let's Play schon schlimm, aber wenn ich dann normal rede mit Menschen, dann rede ich noch schneller und undeutlicher. Da muss die Erde noch unter dem Schiff weg. Und da muss noch ein Stück Zaun her. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Und ein bisschen Möhrchen lassen. So, achso, das muss hier in die Vorratskammer gebracht werden. Oh, die Bilder haben sich verändert. Ja, ist ja geil aus. Sehe ich jetzt gerade erst. Krasser Scheiß. Was das bedeuten soll, weiß keiner so genau. Aber das sieht geil aus. So. Vielleicht habe ich schon rum, ne? Weiß ich gar nicht. Scheiße, irgendwie die Uhrzeit nicht gemerkt. Achso. Ich glaube, 10 Minuten habe ich noch. So, dann schmeißen wir unsere Leckereien mal hier rein. Okay. Aber wir haben ja so auch kaum Essen. Wir sollten vielleicht was essen. Das mitnehmen auf jeden Fall. Nehmen hier ein bisschen Brot mit. Genau. Das reicht. Das heißt, die spawnt. Jetzt können wir wieder runtergehen. Wir haben noch mehr Essen. Ich möchte ihn halt nicht lange vor, habe ich das Gefühl. So. Ja, ich denke, da haben wir eigentlich auch genug gemacht. Nicht sicher, da. Gut, ich habe gesagt, 10 Minuten machen wir noch. So. Bringen erstmal noch ein bisschen Plunder weg. Dann haben wir heute nichts geschafft. Das ist auch gut, ne? Aber davon haben wir viele Folgen, wo ich nichts schaffe. Aber das ist auch nicht wichtig, glaube ich. Na, wird das hier immer so ein bisschen, für mich jetzt jedenfalls, weiß nicht, ob es für euch wichtig ist, aber ich möchte euch einfach so ein bisschen so die Baufortschritte an den verschiedenen Standorten zeigen. Ne? Hier ist was ganz Komisches. Hier an diesen Stellen fliegt das Getreide immer weg. Kann ich machen, was ich will. So. Hab ich denn überhaupt Krempel, was ich loswerden will? Bruchstein, ja. Bruchstein hier rein. Bumusterstein, das war da hin. Das gehört da gar nicht hin. Ritziger Steinziegel ist auch wieder was anderes. Alles andere ist Bruchstein, ja. Wir sollten noch ein paar in den Ofen tun. Fällt mir gerade ein. Hier ist Eisen, das ist gut. Und ein bisschen Bruchstein rein hier. Hier ist schon Stein fertig. Tun wir nochmal Stein rein. So. Und das Eisen tue ich mal hier in die Kiste, damit nichts passiert. Damit. Holz haben wir auch wieder am Start, das ist gut, das tun wir hier hin. Reine Welt. So, also ein Thema Holz, kommt hier rein. Pfeil bleiben wir uns und das Stein auch. Das brauchen wir weiter für die Wände. Also ich habe schon was klar vorstellen, wie ich das machen will. Ich weiß nicht, ob ich soll ich das auch schon verraten. Also ich habe so was ganz Verrücktes. Erstmal bin ich möglichst sehr tief. Ne? Vielleicht bis zum hier Kern, ne, bis zum nicht abbaubaren Stein.
Wie nennt sich das? Weiß ich nicht mehr. Müde. So, ich fange immer viel zu spät an. Also ich habe hier vor, dass hier die hier statt leider Wand ist, oder die Wand ist klar, bleibt hier hinter, aber hier oben wird das dann aufgemacht und dann soll was hier Wasser runterfallen. Also ein Wassergefälle an der Wand herum, rundherum sein. Rundherum soll Wasserfall sein. Mhm. Werde ich natürlich so bauen, ne, dass da so eine Wasserrinne ist, dass Wasser leider runterfällt und nicht große Seenplatten entstehen. Aber das ist noch echt lange hin. Also bis ich das hier alles hier runtergeklüppelt habe, dauert ewig. Das dauert ewig. So. Ach ja, und ich habe ein neues Display begonnen. Ein neues altes, muss ich ja sagen. Was fliegt hier so eine scheiß Motte hier auf meinem Bildschirm rum? Du bist dich. Ah, ich muss das einfangen. Das nervt mal einen Blick. Sorry, aber das Viech musste weg, sonst würde es die ganze Zeit rumflattern und tot machen wollte ich es auch nicht. So. Das muss nicht sein. Ich war zwar kurz versucht, dran zu denken, das Ding einfach platt zu machen. Das würde natürlich auch viel schneller gehen. Aber warum? Hat mir ja nichts getan, außer dass mir vor dem Bildschirm gut geflattert ist. Ja. Na gut, hätte vielleicht dann irgendwann die Reihe in meinen Klamotten gelegt und die Klamotten dann kaputt gemacht. Wenn das dann so ein Viech ist, ich weiß nicht genau, wie solche Motten aussehen. Vielleicht war es auch nur so ein kleiner hässlicher Nachtfalter, der eigentlich gar nichts Böses wollte. Ne? Deswegen, ja, habe ich ihn gefangen und rausgeschmissen. So. So, ich hoffe, der hat das mit dem Transport überlebt. Also. Ich habe ihn ganz vorsichtig in der Plastikdose eingefangen. Ich denke, das dürfte er überlebt haben. Dann habe ich ihn ins Dunkle rausgelassen. Da wird er wahrscheinlich zum nächsten Licht fliegen. Aber mein Fenster ist zu, also mein Licht wird es nicht sein. So, die sind ja leider ein bisschen komisch veranlagt, immer ins Licht fliegen zu müssen. Ne? Huch, so. So, Steinklopferei. Also das wird auch sehr lange gehen. Steinklopferei hier. Man könnte es auch mit Sprengen machen und so, aber nein, hier habe ich das jetzt nicht so eilig wie erstmal den anderen Tunnel. Anscheinend war es einfach notwendig, weil ich das einfach schon zum dritten Mal begonnen habe und dann immer keine Lust hatte. Hier war ich schon unten, glaube ich. Ja, hier bin ich schon mal runtergefallen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich runterfall. Hopp. Ich denke, wir werden öfters runterfallen. Ne? Ja, hier so. Machen wir hier mal rundherum schon mal frei. Hier. So. Da. Ja, ja. Genau. Nebenbei habe ich hier kaum gelaufen. Oh, eine haben wir noch, eine haben wir noch. Die Musik ist auch sehr spannend. Passt nicht so ganz jetzt. Die ganze Zeit passt die Musik gar nicht, ne? Ah. Ich muss einen Player finden, mit dem ich dann noch weiter skippen kann. Das ist kacke. Und ich hoffe, der OBS hat das aufgenommen, weil das spielt jetzt 48 kHz, glaube ich, ab. Die Musik. So. Da haben wir einen anderen Player ausprobiert. Die Musik auch so ein bisschen aufbereitet. So. Okay. So, Leute, ich glaube, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns demnächst wieder. Weiß nicht genau wann. Bei
möchte jetzt ja erstmal ein paar Folgen Sims für euch online stellen. So, das wollte eigentlich schon lange am Laufen sein, aber irgendwie habe ich so komische Probleme. Dann nimmt er ein Schwarzbild auf oder er nimmt nur eine Minute auf. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt geklappt hat, aber in Minecraft hat es mit letzter Zeit ganz gut geklappt eigentlich. Da habe ich nicht so extreme Probleme gehabt. Aber Sims 4 tut sich da sehr schwer, sich aufnehmen zu lassen irgendwie. Tu mal hier ein bisschen Fackeln hin, weil hier ist doch ein bisschen dunkel hier. Ne? So, ich glaube, hier ist genug jetzt Licht. Und ja, bis demnächst. Und ja, wenn ich dann bin ich vielleicht schon eine Ebene tiefer. Vielleicht sogar zwei. Mal gucken. Also habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.